Hi Leute, ich habe heute einen Haul für euch und zwar so ein XXL-Haul. Ich habe mal wieder richtig coole Sachen bestellt bei Naked und da habe ich auch einen Rabattcode für euch. Den werde ich euch hier einmal einblenden, als auch in die Infobox schreiben und in der Infobox werdet ihr dann auch alle Teile sehen, die ich euch hier im Video zeige. Und zu Beginn dieses Hauls erstmal eine Story. Leute, ich habe so Hunger, ne? Ich war eben gerade bei McDonald's und habe Manu sogar noch darum gebeten, dass er mich bitte, bitte dahin fährt, weil er hatte eigentlich keinen Bock da drauf. Dann sind wir da hingefahren. Wisst ihr, was wir bekommen haben beim Drive-In? Kalte Pommes, kalte Burger, falsche Burger. Also komplett das, was wir eigentlich gar nicht wollten. Und ich wollte noch zurückfahren und Manu sagte so, nee, lass nicht zurückfahren. Und ich war so traurig drüber, ne? Wir haben einfach 20 Euro, wie als hätten wir sie durchs Fenster geschmissen. Mich würde echt mal interessieren, seid ihr so Menschen, die sich bei McDonald's dann beschweren und wieder zurückfahren? Oder also seid ihr so wie ich oder eher so wie Manu, die dann so sagen, nee, komm, Schwamm drüber, ist jetzt egal, wir fahren nicht nochmal zurück. Also ich bin so traurig gewesen, weil ich hatte so Hunger auf McDonald's und jetzt ist mein Traum einfach geplatzt vom McDonald's. Ich glaube, da werde ich auch nicht nochmal hinfahren. Ich bin echt ein bisschen traurig darüber. Aber egal, wir beginnen direkt mal mit dem Haul. So, starten wir mal mit etwas Chilligem, was mir auch sehr gut gefallen hat von der Farbe her, weil das so ein Pastellblau war. Und zwar ist es einfach so ein ganz normaler Hoodie-Pullover, wo einfach hier Fila draufsteht, also wirklich nichts Besonderes. Das ist einfach so ein Kapuzen-Pullover und der sieht so aus, falls ihr irgendwas im Hintergrund hören solltet, das ist die Spülmaschine, die gerade läuft, also nicht wundern. Und genau, diesen Hoodie habe ich mir geholt, weil ich den echt schön finde. Und auch das Material ist wirklich sehr, sehr weich und nicht so üblich für so ein Hoodie-Material, was man auch perfekt jetzt so für die wärmeren Tage mal tragen kann. Als nächstes habe ich mir diesen Pulli hier geholt. Das ist auch wie so eine Art Hoodie, aber ohne Kapuze, also ein ganz normaler Pullover, Sweatshirt, wie auch immer. Der Stoff ist sehr, sehr weich und mir gefällt das ganz gut, weil das einfach so ein Basic ist, wo einfach Levi's draufsteht, also so ein, ja, Allrounder, sage ich mal. Kann man halt jeden Tag tragen und ich ziehe halt im Alltag, zum Beispiel früher bin ich immer richtig schick rumgelaufen, immer eine Bluse angehabt, aber heute bin ich eher so die, die dann doch zu solchen Hoodies und Pullovern und so greift, die einfach chillig sind. Dann habe ich mir noch diese wunderschöne Hose hier bestellt. Ich hoffe so sehr, dass die passen wird. Und zwar ist es eine High-Waist Mom Jeans. Und das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so bei Naked gesehen, dass die so Mom Jeans da haben. Und ich fand die Farbe auch richtig cool. Und ich hoffe so sehr, dass die mir passen wird und auch stehen wird, weil ich finde die echt sehr, 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 sehr nice. Auch von der Farbe her. Es gefällt mir echt richtig gut. Hier habe ich mir auch was richtig Cooles geholt. Und zwar ist das eine Art Kleid oder Hemd. Langes Hemd oder Kleid. Ich würde es halt schon eher als Kleid tragen, weil ich bin halt klein und deswegen müsste das eigentlich von der Länge her gehen. Ich habe wirklich gedacht, dass das dicker ist, aber guckt euch das mal an. Also das ist wirklich ein ganz weicher Stoff und das ist halt so wie eine Art Kunstleder. Also es ist Kunstleder, aber halt sehr, sehr weich. Also jetzt nicht irgendwie so hart, weil ich hatte ja zum Beispiel auch so einen Blazer, den habe ich euch im letzten Haul mal gezeigt, so einen rosanen Blazer. Der war schon härter vom Stoff her und ich bin davon ausgegangen, dass der auch härter sein wird. Also dieses Kleid hier. Oder Hemd, was auch immer das sein soll. Für mich ist es halt ein Kleid. Da ist auch noch so ein Gürtel dabei. Ich zeige euch das mal. So sieht der Gürtel dazu aus. Also so ein ganz normaler weißer, halt passend dazu. Und wie gesagt, mir hat das halt sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt total froh, dass es wirklich so ein Stoff ist, den man halt wirklich einfach mal so zerknüllen kann, weil es auch sehr, sehr leicht ist, gerade für die wärmeren Tage. Und ich stelle mir das kombiniert mit diesen ganz, ganz hohen Stiefeln von Zara vor, die so eine dicke Sohle haben in schwarz. Vielleicht mache ich auch heute damit ein Bild auf Instagram, mal schauen, weil ich habe mir das so voll im Kopf ausgemalt, wie ich das gerne tragen würde. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das Oberteil, was ich auch gerade trage, ist ebenfalls von Naked. Ich stehe mal kurz auf. Das ist einfach so ein ganz normales Basic-Oberteil, wirklich nichts Besonderes mit diesen Ärmelchen hier. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich habe so eine Bluse, die ist genauso, aber eine Bluse ist dann doch ein bisschen unbequemer als halt einfach so ein normales Sweatshirt. Dann habe ich mir von Mango einfach ein ganz normales weißes T-Shirt geholt. Mango gibt es ja auch bei Naked. Ich liebe Naked. Ist wirklich eigentlich so mit der einzige Shop, wo ich echt mit Shein zusammen, wo ich halt bestelle, weil mir die Sachen einfach sehr gut da gefallen und weil es halt nicht so 0815 ist, sondern halt so ein Mischmasch aus allem. Und da gibt es halt eben gerade auch Mango und da habe ich mir einfach dieses weiße Shirt hier geholt. Das hat hier so einen Strickkragen oben und ist halt so oversized. So ein richtig cooles, lässiges Shirt. Habe ich Größe S genommen, damit es auch ein bisschen lockerer fällt. Und es hat mir wirklich unfassbar gut gefallen, Leute. Und ich zeige euch später noch ein Shirt. Das war echt
sehr, sehr teuer, muss ich sagen, dieses Shirt. Mir hat das aber so gut gefallen und auf Instagram habt ihr mich so oft gefragt nach diesem T-Shirt. Ich werde das gleich mal holen. Das habe ich nämlich bei Zalando bestellt. Hab da auch noch so ein paar andere Sachen bestellt, aber irgendwie hat mir davon echt fast gar nichts gepasst, muss ich sagen. Weil ich hatte da zum Beispiel so einen Adidas-Anzug bestellt in XS und kleiner gibt es den halt nicht und der war mir einfach viel zu groß. Ich bin da drin einfach geschwommen, wenn ich so gelaufen bin, ist so die Hose runtergefallen. Und da haben mir total viele gesagt, dass es bei euch auch so ist. Also ich brauche mir keine Sorgen machen, dass die Sachen einfach viel zu groß ausfallen. Ja, und da konnte ich halt leider nichts dran ändern. Sonst hätte ich euch da auch noch so einen kleinen Zalando-Haul quasi mitgemacht. Aber ich habe da, wie gesagt, nur zwei Sachen behalten, aber die zeige ich euch dann ganz am Ende. Der Pullover hier ist auch ebenfalls von Mango. Mir hat dieser Verlauf hier so gut gefallen. Ich fand das so schön sommerlich. Das sieht irgendwie aus wie so ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, keine Ahnung. Und mir hat dieser Farbverlauf halt einfach extrem gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte den hier gerne haben. Und den habe ich in Größe XS bestellt. Ich finde das immer so ein bisschen schöner, wenn Pullover so lässiger fallen. Deswegen hätte ich den eventuell auch in S holen sollen. Aber ich finde den trotzdem voll schön. Der ist echt nice. Ja, sonst sieht man in meinen ganzen Hauls immer so weiß, schwarz, immer so diese neutralen Farben. Aber ich habe mich in diesem Haul mal so ein bisschen an Farben rangetraut. Und zwar habe ich mir hier so eine pastell-lilane Bluse geholt. Die habe ich auch in weiß. Das ist so eine Bluse, die trage ich persönlich eher so als Jacke, muss ich sagen, und nicht als Bluse. Meine, die ich habe, ist ein bisschen länger, aber es ist derselbe Stoff. Die habe ich schon in weiß zu Hause. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, was für ein Stoff das genau ist. So sieht das aus, halt so ein, ja, Stoff, der halt so zerknittert ist, der ist auch sehr dick. Und deswegen finde ich, dass man das schon im Sommer so als Jäckchen, so als Jackenüberwurf halt tragen kann. Ich finde, das sieht auch richtig toll aus und ja, ist halt wie gesagt dick. Also ich würde es jetzt nicht als normale Bluse tragen, vielleicht im Winter, aber wie gesagt, mir gefällt die Farbe auch sehr, sehr gut. Und ich wollte sowieso ein bisschen mehr Farbe kaufen dieses Mal. Dann habe ich mir eine Hose geholt von Levi's und ich weiß nicht, ob die mir passen wird, Leute. Die sieht richtig groß aus schon wieder. Ich habe da Größe 26 genommen und ich sehe irgendwie schon, dass das mir nicht passen wird. Aber ich werde es trotzdem mal für euch anprobieren und wenn es halt nicht passt, dann ziehe ich, nee, dann blende ich euch kein Foto an, das wisst ihr ja schon. Wenn was nicht passt, dann gibt es halt kein Foto. Aber nee, es kann nicht passen. Ich glaube, das ist viel zu groß. Aber wir werden sehen. Ja, ich habe da übrigens 26-30 genommen. Wahrscheinlich hätte ich 25-30 gebraucht. Aber vielleicht liege ich auch falsch und mein Auge täuscht sich, vielleicht passt es doch, aber so im Vergleich zu meinen anderen Hosen ist es viel zu lang und viel zu groß. Egal, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren für euch und wenn ihr dann kein Tragebild hier seht, dann hat es leider nicht gepasst. So, dann habe ich mir hier so einen Jumpsuit bestellt. Das fand ich sehr interessant. Ich wusste halt nur nicht, ob mir das dann so gefallen wird. Aber es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr gut aus. Das hat hier nämlich so richtig tolle Details an den Armen, als auch an der Brust. Hallo? So, Leute, ich muss mir auf jeden Fall eine neue Kamera kaufen. Das habe ich beschlossen. Meine Videodateien, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Wenn ich jetzt hier drehe und dann die Speicherkarte raushole, sind sehr, sehr oft die Videodateien weg. Da steht dann irgendwie Datei nicht verfügbar oder fehlerhafte Datei oder dann ist irgendwie die Kamera rot oder nee, da steht Video irgendwie, ich kann es nicht abspielen, egal auf welchem PC. Es liegt jetzt nicht irgendwie an Final Cut oder so. Da steht ja auch voll auf Videodatei nicht verfügbar. Ihr kennt euch damit wahrscheinlich eh nicht aus und ich labere euch gerade voll. Auf jeden Fall muss man dann einfach die Sachen wieder von der Speicherkarte importieren und dann ist wieder alles da. Aber hier bei diesem Fall ist es halt eben nicht so. Und da habe ich voll auf den Struggle. Ich drehe und drehe und mehrere Videos hintereinander und die sind dann alle weg. Und ich habe dann wirklich komplett umsonst Videos aufgenommen, was natürlich echt ärgerlich ist, weil diese 10 oder 20 Minuten, die ihr hier seht, sind in Wirklichkeit meistens 1,5 Stunden oder so, die man dann halt runterschneidet. Und deswegen ist es halt super ärgerlich. Aber egal, kommen wir wieder zurück zur Sache. Ich werde auf jeden Fall definitiv heute eine neue Kamera bestellen. Und wenn das dann nochmal passiert, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Weil viele meinten, es kann daran liegen, dass deine Kamera wirklich zu alt ist. Weil ich habe die auch schon 6 Jahre, glaube ich, ne? 5, 6 Jahre auf jeden Fall. Kann sein, dass die halt einfach zu benutzt ist, ne? So, jetzt zeige ich euch das mal von vorne. So sieht das aus. Es hat auch wieder diese Stickerei hier, die wirklich sehr hochwertig aussieht. Okay, das sieht irgendwie auf den ersten Blick aus wie ein Lappen, aber das ist definitiv kein Lappen. Und zwar ist das ein Top. Es hat mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich das direkt in zwei Farben bestellt. Also das ist hier einmal so Off-Shoulder und hier sieht man dann halt so ein Cutout vorne. Das sieht richtig, richtig cool aus. Einmal in Weiß und dann nochmal in Gelb, in so einem Neongelb. Wow, das ist echt krass, Leute. Und ich habe das auf der Seite gesehen, die haben das mit dieser einen Hose, die ich euch auch im letzten Haul gezeigt habe, die zwei verschiedene Beinlängen hat, wenn man das so sagt, nee, nicht zwei verschiedene Beinlängen, zwei verschiedene Farben auf den Beinen hat. Ein Bein ist hellblau und das andere ist dunkelblau und dann war dazu dieses Top angezogen auf der Seite und ich fand das so unnormal schön. Vielleicht werde ich damit auch irgendwie noch shooten, bevor ich das Video hochlade, mal schauen, vielleicht kann ich euch das auch zusammen angezogen zeigen. Oder ihr geht dann einfach auf die Seite. Ich werde euch sowieso das Top verlinken. Dann seht ihr das auch in Kombination getragen. Das sah echt geil aus.
Hier habe ich mir einen Pullover geholt, den ich tatsächlich schon zu Hause hatte. Die Betonung liegt auf hatte. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Also eventuell hat den Lara oder ich habe den bei meinen Eltern zu Hause vergessen. I don't know. Deswegen war ich richtig glücklich, als ich den wieder gefunden habe. Und zwar ist das hier so ein Calvin Klein Pullover, der hier vorne mit so einer Samtaufschrift ist. Also den gibt es auch sehr selten. Den sehe ich auch nirgendwo zu kaufen. Deswegen schaut euch da gerne bei Naked um, weil das sind meistens immer so exklusive Sachen, die von Calvin Klein und so dort haben. Die sehe ich halt nie irgendwie bei Zalando oder so, ne? Weil die halt wirklich so exklusiv irgendwie mit denen was machen, glaube ich. Es sind echt tolle Sachen, die da haben. Und ja, bin ich richtig froh, dass ich den Pullover wieder habe. Der war so schön. Darauf habe ich mich auch schon sehr doll gefreut. Und zwar ist das hier ein Blazer. Oh, ich hoffe, der passt mir. Aber den habe ich extra in 32 genommen, Leute. Deswegen, weil ich weiß ganz genau, bei Naked, wenn es 32 gibt, dann fallen die Größen immer eine Nummer größer aus. Das ist einfach so. Weil das sieht jetzt schon für mich echt riesig aus, obwohl das 32 ist. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Naked-Sachen fallen immer normal aus. Bis auf die Sachen, die meistens Größe 32 haben. Da müsst ihr immer so gucken, bestelle ich eins kleiner, eins größer. Weil ich bin halt hier sehr, sehr schmal an der Taille, sagt man das so. Und wenn ich dann den Blazer in 34 genommen hätte, würde ich dann da drin schwimmen, ohne einen Gürtel da anzuziehen. Deswegen hoffe ich, dass der halt sehr, sehr schön in der Taille sitzen wird. Und das ist halt so ein Blazerkleid, ne? Auch so mit Schulterpolstern, sehr, sehr elegant auch. Und der hat mir so gut gefallen. Auch das Material ist sehr, sehr gut. Das ist hier, wie gesagt, einfach so ein ganz normales, süßes Kleid mit so ganz vielen Blumenbestickungen. Könnte man auch glatt auf eine Hochzeit anziehen, aber ich finde das so irgendwie als Sommerkleidchen auch mega süß. Auch gerade so zum Bilder machen oder so, jetzt nicht für die Stadt, aber halt für so schickere Ereignisse, wenn sich dieses Jahr überhaupt noch was ereignet. Ich habe auch gehört, dass man, wenn man irgendwie jetzt aktuell essen geht, irgendwo in einem Restaurant, weil es hat ja wieder alles offen, dass man da irgendwie den ganzen Namen, Straße und was weiß ich was angeben muss und mit wem du da warst und wie lange und so. Das finde ich voll creepy. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Ich habe es nur auf Instagram gesehen, aber ob das stimmt, keine Ahnung. Aber ich frage mich, können wir dieses Jahr überhaupt noch irgendwas machen? So irgendwie rausgehen, also klar, rausgehen mit Freunden geht, aber halt so, ja, irgendwie Hochzeit oder was weiß ich was, geht gar nicht mehr dieses Jahr, glaube ich, ne? Und zwar, Leute, war ich früher der größte Eastpak-Fan, den es gab und ich hatte tatsächlich ein Eastpak mit einem Jesus hinten drauf. Die Leute haben mich so in der Schule ausgelacht, aber ich fand es richtig cool, weil ich hatte den einzigen Eastpak mit diesem Jesus hinten drauf. Aber egal, auf jeden Fall habe ich mir jetzt wieder ein Eastpak geholt. Ich habe mir gedacht, das ist ganz nice, weil das so richtig, richtig klein ist. Gerade wenn ich mit Molly unterwegs bin, dann passen halt Leckerlis rein und einmal ihre Trinkflasche. Und dann würde ich dann einfach ihre Trinkflasche und Leckerlis rein packen und das war es eigentlich auch schon, eine Powerbank und ab die Post. Und das ist so ein ganz, ganz kleiner Rucksack, der hat auch hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, so Glitzerpartikel drin, ne? Ich werde mal versuchen, euch das zu zeigen. Das schimmert halt so ganz leicht. Und es ist so ein richtig schöner rosa Beige-Ton. Und ich finde den irgendwie süß. Also hier steht auch nochmal Eastpak drauf. Ich finde es toll. Mir gefällt's. Dieses Kleid habe ich mir in S geholt und ich hoffe so sehr, dass mir das trotzdem passen wird. Es gab es leider nicht mehr kleiner. Und zwar ist das eigentlich genau so was Ähnliches, was ich gerade trage, nur als Kleid und in Dreiviertelärmel und in der Farbe Beige. Und ich fand das sehr, sehr elegant und schön, dieses Kleid, dass ich gesagt habe, ich möchte das unbedingt haben, auch wenn es das nicht in meiner Größe gibt. Deswegen werden wir einfach mal schauen, ob mir das passen wird. Und ja, dann habe ich halt wie gesagt noch, ach, da, hier habe ich noch was, genau. Ich wollte auch schon die Sachen zeigen, die ich bei Zalando geholt habe. Aber hier habe ich noch was und zwar eigentlich was voll Unspektakuläres und zwar, ich liebe Birkenstocks. Na, hier in rosa trage ich es auch gerade. Ich habe euch erzählt, dass meine ganzen Socken immer kaputt gehen. Wir haben hier Fliesen und die Fliesen sind so scharf, dass sie meine ganzen Socken kaputt machen. Bei Manu auch und da haben mir voll viele Leute gesagt, kauf einfach Hausschuhe und zieh Hausschuhe an. Allerdings mag ich das irgendwie nicht so mit Hausschuhen, weil dann meine Füße dann immer richtig schnell warm werden und gerade jetzt auch bei den Temperaturen draußen, wir haben ja echt wieder schönes Wetter, habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach solche Birkenstocks für zu Hause. Die sind halt aus Gummi, ne? Jetzt nicht die mit der Korksohle, sondern die sind hier, glaube ich, komplett aus Gummi und die finde ich echt ganz nice. Also wenn ich dann Socken anhabe, kann ich die auch tragen. Aber wie gesagt, weil ich Hyperhidrose habe, kann ich die nicht ohne Socken tragen, weil dann rutsche ich die ganze Zeit da drin rum. Und ja, never ending story mit Hyperhidrose ist echt nicht leicht. Ich sag's euch, Leute, das ist wirklich eine sehr belastende Krankheit. Aber auf jeden Fall mit Socken kann ich es tragen. Deswegen ziehe ich das mit Socken an und dann gehen auch meine Socken nicht mehr zu Hause kaputt. Richtig nice Schuhe. Ich liebe Birkenstocks. Birkenstocks for life. Die sehen echt eigentlich scheiße aus, muss man sagen. Aber die sind sehr bequem. Und von dem ganzen Schweiß bei den rosanen Schuhen hat sich das hier innen schon gelöst, also die Schrift.
Die zwei anderen Sachen, die ich bei Zalando geholt habe, werde ich euch gleich nochmal hier einblenden, also so Tragebilder einblenden, damit ihr das auch seht. Werde ich euch auch noch in die Infobox verlinken. Und dann würde ich sagen, was ist eigentlich auch schon mit diesem Haul-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch schon hoffentlich, genau, morgen sehen wir uns schon wieder zu einem neuen Video. Und ja, bis morgen. Ciao!